Selbstmord und Karma, was zum Selbstmord führt in der Darstellung Rudolf Steiners. Doch beginnen wir mit der modernen Wissenschaft. Der Stand der Wissenschaft ist, dass es Gründe für Suizid gibt. Die können liegen in der Genetik, in der Medizin, in der Psychologie, in der Ökonomie, in soziokulturellen Bereichen. Aber es gibt nicht einen spezifischen Auslöser, sondern es spielen viele Faktoren zusammen. Das nennt man dann die multifaktorielle Begründung des Suizides. Wenn wir das genauer anschauen, dann schauen wir zuerst mal die genetischen Gründe an. Die hängen vor allem am Serotonin, genauer gesagt am Mangel an Serotonin. Serotonin wird im Volksmund auch das Glückshormon genannt und hier zeige ich das Molekül. Es ist ein relativ einfaches Molekül. Serotonin ist ein Neurotransmitter, das heißt, er hilft bei der Nachrichtenübermittlung zwischen Gehirnzellen. Allerdings sitzt 90% des Serotonins in der Darmschleimhaut. Es spielt eine Rolle bei Schmerzempfindung, Gedächtnisleistung, Essverhalten, Sexualverhalten, Körpertemperatur und noch vielen anderen Körperfunktionen. Man kann also sagen, es gibt kaum ein menschliches Verhalten, bei dem nicht Serotonin in irgendeiner Form irgendeine Rolle spielt. Dann gibt es medizinische Gründe, dazu habe ich die psychiatrischen Gründe da zugezählt. Das sind Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angsterkrankungen, Suchterkrankungen, Schizophrenie, Borderline-Syndrom und antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Außerdem soziokulturelle Gründe, die werde ich hier nicht im Einzelnen aufzählen, sondern da schauen wir uns einmal eine Tabelle an. Da hat man zusammengestellt die Berufe oder verschiedene Berufe der Menschen und was diese Berufe für die Suizidgefährdung bedeuten. Also hat man herausgefunden, geistliche Berufe, die bringen eine sehr niedrige Suizidgefährdung mit sich. Ingenieure sind ebenfalls wenig durch Suizid gefährdet. Durchschnittliche Suizidgefährdung findet man bei Handwerkern und Bauarbeitern. Und eine hohe Suizidgefährdung sieht man zum Beispiel bei Künstlern, aber auch bei Hilfsarbeitern, Arbeitslosen und Hausfrauen. Nochmals im Überblick. Da gibt es also Gründe für Suizid, und zwar genetische. Das heißt dann zum Beispiel, Menschen mit niedrigem Serotoninspiegel begehen häufiger Selbstmord als der Durchschnitt der Bevölkerung. Dann gibt es medizinische, zum Beispiel Menschen mit Depressionen begehen häufiger Selbstmord als der Durchschnitt der Bevölkerung. Dann psychologische, Menschen mit Angsterkrankungen begehen häufiger Selbstmord als der Durchschnitt der Bevölkerung. Dann ökonomische, Arbeitslose begehen häufiger Selbstmord als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und schließlich soziokulturelle, Geistliche begehen weniger häufig Selbstmord als der Durchschnitt der Bevölkerung. Was ist hier das Wichtige? Das Wichtige ist, dass das die Statistik zeigt. Und damit kommen wir zu Rudolf Steiner. Rudolf Steiner hat sich nämlich über Statistik geäußert. Er hat gesagt, man kann eine Statistik der Selbstmorde führen. Und aufgrund dieser Statistik kann man dann die Zahl zukünftiger Selbstmörder vorhersagen. Das Leben wird also von der Statistik bestimmt. Das stimmt für die große Zahl. Für das Leben des Einzelnen spielt es keine Rolle. Der Mensch folgt nicht dem Zwang der Statistik. Man kann Selbstmord also nicht mit Statistik begründen. In Neudeutsch heißt das, Korrelation ist nicht Kausation, also ein statistischer Zusammenhang, eine Korrelation, sagt nichts über eine Ursache-Wirkung-Beziehung, also eine Kausation, aus. Ja, was ist dann der Grund für einen Selbstmord? Hier schauen wir den Menschen an und der besteht, in ganzheitlicher Ansicht, aus Kopf, Herz und Hand. Man kann auch sagen, aus Körper, Seele und Geist. Mit dem Kopf denken wir, mit dem Herz fühlen wir und mit der Hand handeln wir. Das sind auch all unsere Körperfunktionen mit gemeint. Und wenn wir jetzt das vom Kopf aus anschauen, dann müssen wir sagen, gibt es im Kopf, also gibt es einen vernünftigen Grund, einen Selbstmord zu begehen? Das ist die Frage des Kopfes. Und das ist die Antwort, die dann die Philosophie gibt, die philosophische Begründung. Und es gibt eine Reihe von Philosophen, die sich exakt damit befasst haben. Zum Beispiel Arthur Schopenhauer, Eduard von Hartmann oder Philipp Mainländer. Wie sieht nun die philosophische Begründung des Selbstmords aus?
Das geht folgendermaßen. Eine Firma, bei der die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, geht bankrott. Dabei ist es gleichgültig, ob der Inhaber das in seiner Buchhaltung gesehen hat. Und genau so ist es auch im Leben. Wenn die Summe der Unlust die Summe der Lust übersteigt, ist es sinnvoll, Selbstmord zu begehen. Das ist rein rational gedacht. Und es gibt tatsächlich einen Philosophen, der das auch nicht nur gedacht, sondern dann auch durchgeführt hat. Sein Name war Philipp Mainländer. Er ist 1841 in Offenbach geboren und mit 35 Jahren hat er sein großes Buch, sein großes Werk, Die Philosophie der Erlösung, beendet. Der Titel tönt gut, allerdings schreibt Wikipedia, vielleicht das radikalste System des Pessimismus, das die philosophische Literatur kennt. Und dann begeht er Selbstmord. Es ist Selbstmord aus Überzeugung, sagt Rudolf Steiner. Und jetzt sagt er noch etwas sehr Seltsames. Er sagt, oder er legt dem Philipp Mainländer folgende Worte in den Mund. Deine Kraft wird jetzt leiblos gebraucht, damit du das, was dir zur Erlösung der Menschheit erscheint, schneller förderst, als wenn du nach der Mitte des Lebens den Leib noch benutzest. Das sind seltsame Worte. Und Rudolf Steiner sagt dazu, Philipp Mainländer hat eigentlich eine unglaubliche spirituelle Kraft besessen, die er aber nicht ins Leben reinbringen konnte. Das heißt, seine spirituelle Kraft ist am Materialismus zerschellt. Da haben wir also die philosophische Begründung des Selbstmordes. Und dann führt Rudolf Steiner fort, er behandelt das Thema übrigens auch in seiner Philosophie der Freiheit. Das ist rational, es passiert aber in der Regel nicht. Die Menschen machen ihr Weiterleben in der Regel nicht von der Bilanz Lust versus Unlust abhängig. Der Mensch will sein Ziel erreichen, wenn er die dabei nötige Unlust ertragen kann, sei sie auch noch so groß. Und dann sagt Otto Steiner, die Philosophen haben das Gefühl vergessen. Und damit kommen wir zum nächsten Bereich, zum Herzen nämlich. Das Herz oder die Seele ist der Sitz der Gefühle. Und wenn wir hier eine Begründung für den Selbstmord suchen, dann ist das aus anthroposophischer Sicht natürlich die Frage nach den astralischen Ursachen des Selbstmordes. Und da führt Rudolf Steiner wiederum, und zwar in mehreren Vorträgen, ein Beispiel an. Und zwar, ein Kind wird im 7. Lebensjahr vom Vater ungerecht behandelt. Es vergisst diese Ungerechtigkeit. Im 16. Lebensjahr wird es vom Lehrer ungerecht behandelt. Es begeht Selbstmord. Und nun ist das so, dass es natürlich für die weitaus größte Zahl der Kinder, wenn sie vom Lehrer ungerecht behandelt werden, dann werden sie toben, dann werden sie vielleicht wüten, weinen, stampfen, was auch immer, aber sie werden nicht Selbstmord begehen. Das sagt Rudolf Steiner. Auch für diesen spezifischen Fall, im äußeren Leben gibt es keine Ursache für den Selbstmord. Die Ursache, die liegt im Astralischen, das unbewusst geblieben ist. Das heißt, wir haben jetzt die philosophische Begründung, also den Kopf angeschaut, am Beispiel Philipp Mainländers. Wir haben die astralischen Ursachen, also das Herz, angeschaut bei diesem Schulkind. Und wie sieht es mit der Hand aus? Da können wir heute nur den Serotoninmangel bemühen, also eine rein körperliche und messbare Erscheinung. Diese ganze Untersuchung, die gab es 1920 schlicht nicht. Und jetzt wird ein Fall geschildert, für den keine dieser Ursachen in Frage kommt. Und das ist nämlich der Selbstmord des Kronprinzen Rudolf von Österreich. Der wurde 1858 geboren. Er war der einzige Sohn von Kaiser Franz Josef I. Und ihm stand der Thron unmittelbar in Aussicht. Er war ein Grand Seigneur, eine glänzende Erscheinung. Das sind jetzt alles Worte Rudolf Steiners. Und er erschießt sich im Alter von 31 Jahren. Er fand also das Leben ganz wertlos. Und das lässt sich aus äußeren Umständen nicht erklären. Und zwar weder aus einer außerehelichen Liebesaffäre, noch, in Rudolf Steiners Worten, aus der vorausgehenden Psychopathologie. Jetzt schauen wir den Kronprinz Rudolf von Österreich nochmal an mit unserem kleinen Schema. Also eine philosophische Begründung findet man nirgends. Die kommt also nicht in Frage. Eine psychologische Begründung, offenbar findet man die auch nicht. Und eine pathologische Begründung, die findet man auch nicht. Das hat er mit dieser Psychopathologie umschrieben. Das heißt, keiner dieser Faktoren erklärt den Selbstmord. Wie lässt er sich dann erklären? Durch das Karma. Dazu gehen wir zurück
viele, viele Jahrhunderte zurück und kommen zu Nero. Das war der berühmte römische Kaiser, also ein Cäsar. Damals gab es das Wort Kaiser ja noch nicht. Das ist ja abgeleitet von Cäsar. Und er lebte von 37 bis 68 nach Christus. Er ist bekannt als der Brandstifter Roms. Und in den Worten Rudolf Steiners, dieser Nero, der schaute das Dasein einer ganzen Stadt als etwas an, mit dem er spielen kann. In ihm war der alleräußerste Zerstörungswille, aber so, dass er dieser Seele gefällt, die hat Spaß dran. Und von dieser Person gehen weltzerstörende Strahlen aus. Wir nennen das jetzt im Folgenden Leben 1, weil die Sache kompliziert sich. Was ist die karmische Folge dieser Tat? In Neros nächste Inkarnation, also in Leben 2, die erfolgt schon wenige Jahrhunderte später. Aber da ist halt eine unbedeutende Persönlichkeit und hier gleicht sich die Zerstörungswut aus eigenem Antrieb aus. Er muss auf Befehl hin zerstören. Und nun fühlt die Seele, wie es ist, wenn man es nicht aus freiem Willen heraus tut. Nun gehen wir zurück zu Neros Tod. Und da gucken wir an, was hat Nero nach seinem Tod eigentlich beschlossen, also nach Leben 1. Da geht er also in den Tod und nach dem Tod erlebt er unmittelbar, wie von ihm nur zerstörende Kräfte ausgegangen sind. Und er erkennt nun Folgendes. Ich habe auf splendide Weise zerstört. Ich muss nun ebenfalls auf splendide Weise die Umkehrung erfahren. Ich muss mich auf splendide Weise selbst vernichten. Im nächsten Leben muss ich alle Pfeile, die ich vorher nach außen geschossen habe, nach innen schießen. Dieser Entschluss wird aber erst in Leben 3 ausgeführt. Und was ist nun die Ausführung dieses Entschlusses? Das ist ein Leben, das äußerlich alles enthält, was wertvoll ist. Und das wird so nach innen gespiegelt, dass der Lebende es für wertlos hält. Und wie geschieht das genau? Die Seele wird krank, sie verstrickt sich in eine unglückliche Liebe und Erzherzog Rudolf erschießt sich. Dabei sagt Steiner ganz klar, in dieser Position ist also eine unglückliche Liebe etwas, was man durchaus, also vertuschen sagt er nicht, aber ganz einfach überdecken und vertuschen kann. Jetzt sehen wir, wie Karma wirkt. Da gibt es ein Leben, in dem man Schlechtes tut. Das ist der Nero als römischer Kaiser. Dann gibt es einen Tod, in dem man das Schlechte von außen erlebt, also zwischen Tod und neuer Geburt. Das ist der Rückblick auf das eigene Leben. Dann gibt es einen Entschluss für das nächste Leben. Das ist in diesem Fall das Leben als Kronprinz Rudolf. Und dies ist dann ein Leben, in dem man das Schlechte gegen sich selbst wendet. Das ist der Selbstmord als Kronprinz. Dem folgt ein Tod, in dem man das von außen sieht. Und dazu sagt Rudolf Steiner, das erfüllt in einer furchtbaren Weise die Gerechtigkeit des Schicksals. Und dieser Satz ist eigentlich rätselhaft. Denn worin besteht eigentlich diese furchtbare Weise? Was ist das Furchtbare daran? Da ist die große Frage, die sich stellt, ist das Furchtbare daran vielleicht, dass sich Nero überhaupt nicht nochmals inkarnieren kann oder wird? Wir haben hier rätselhafte weitere Sätze. Da sagt nämlich Rudolf Steiner, es ist eine ungeheure Kraft in diesem Nero gewesen. Diese Kraft darf nicht verloren gehen für die Menschheit. Ist nun eine solche Seele geläutert, dann wehrte die Kraft, die geläutert ist, eben auch in der Folgezeit in spätere Erdenepochen in einer heilsamen Weise hinübertragen. Was fällt hier auf? Es fällt auf, dass von einer Kraft geredet wird und dass eine Kraft in eine spätere Erdenepoche hinübergetragen wird. Es wird nicht davon geredet, dass auch die Seele selber in ein nächstes Leben gehen wird. Davon ist schlicht keine Rede. Nun ein weiterer Fall. Das ist der Fall des Otto Weininger. Otto Weininger wurde 1880 in Wien geboren und er schreibt ein Buch, Geschlecht und Charakter. Und in dem Buch wird de facto gesagt, alles Weibliche ist schlecht und auch alles, was an weiblichen Eigenschaften im Mann ist, dient nur der Verderbnis des Mannes. Das ist da dick ausgeführt mit M und W, also auch damals. Aber das ist de facto die Grundaussage. Dieses Buch erregt großes Aufsehen
und Otto Weininger reist nach Italien. Dort schreibt er ein Buch, das erst später dann nach seinem Tod publiziert wurde, über die letzten Dinge. Mit 23 Jahren mietet er ein Zimmer im Sterbehaus Beethovens und erschießt sich dort. Rudolf Steiner sagt über diesen Otto Weininger: ein für das Leben nicht brauchbarer Charakter. Und was steht nun in diesem Buch über die letzten Dinge, was steht da so drin? Da erwähnt Steiner einen Satz zum Beispiel: die ganze Pflanzenwelt ist verkörperte Neurasthenie. Neurasthenie ist ein Wort, das heute niemand mehr verwendet. Das wurde damals, also Anfang des 20. Jahrhunderts, sehr häufig verwendet. Das ist, heute würde man mal das mit Nervenschwäche übersetzen. Heute wird das in eine ganze Reihe von Diagnosen aufgegliedert. Jetzt sagt Steiner, die richtige Erkenntnis an diesem Satz ist: der Mensch ist ein Mikrokosmos, der alles, was draußen ist, in sich trägt. Das ist das Richtige an diesem Satz. Aber Weininger zerrt das, was Imagination bleiben sollte, in den Verstand. Und dadurch wird es Karikatur. Also die Idee ist, eigentlich sollte die Idee deiner Neurasthenie aufblitzen vor dem Auge als Imagination, als Bild, das man vor dem geistigen Auge hat. Und dieses Bild wären dann Pflanzen. Aber dadurch, dass es nun in den Verstand gezerrt wird, dadurch wird es zur Karikatur. Und was lag da im Leben vor? Da sagt Rudolf Steiner, das war eine grandios geniale Seele mit wunderbaren Intuitionen und Imaginationen, die treffend richtig sind. Aber nur, wenn sie aus Leib und Ätherleib draußen sind. Das sind sie in der Regel bei uns allen nachts, wenn wir schlafen. Und diese Intuitionen und Imaginationen, die drücken sich durch den astralischen Leib in den physischen Leib dieses Otto Weiningers. Und Weininger spricht als physischer Mensch das aus, was er als geistiger Mensch aussprechen sollte eigentlich. Und wie konnte das geschehen? Rudolf Steiner sagt, hier liegt eine Vermischung der Inkarnationen vor. Für uns alle gilt, im astralischen Leib und im Ich, das sind jetzt schon die Ideen, die wir für unsere nächste Inkarnation brauchen, die wir als Frucht von hier mitnehmen müssen. Sie sind in uns wie der Keim in der Pflanze. Das heißt, sie sind uns nicht bewusst. Und bei Weininger hätte das auch so sein sollen. Diese Ideen hätten sich zwischen Tod und neuer Geburt entwickeln sollen. Sie hätten den nächsten Leib mit aufbauen sollen. Aber bei Weininger haben sich die jetzige und die nächste Inkarnation vermischt. Das heißt, das Richtige und Bedeutsame der nächsten Inkarnation hat die jetzige gestört. Es ist als Karikatur, nennt Steiner das, erschienen. Jetzt sehen wir dieses Beispiel wie der Keim als Ursache des Todes. Und sagt Steiner, schaut die Pflanze an. Zuerst erscheinen die Blätter, dann die Blüte, dann die Frucht, dann beginnt die Pflanze zu welken. Das heißt, eigentlich bewirkt der Keim der neuen Pflanze den Tod der alten. Und so bewirkt die nächste Inkarnation den Tod der jetzigen. Das ist der normale Gang eines vollen Lebens. Wenn wir jetzt den Selbstmord Weiningers anschauen, dann sehen wir, die nächste Inkarnation, die hat sich zu früh in die jetzige gedrängt. Darum passten Astralleib und ich nicht zu Ätherleib und physischem Leib. Die passen einfach nicht zusammen. Und darum ist auch der Tod als Karikatur erschienen. Das heißt, der Selbstmord ist die Karikatur des Todes. Das heißt, in einem normalen, vollen Leben, da bewirkt die nächste Inkarnation den Tod in der jetzigen. Und bei Weininger hat aber die nächste Inkarnation in die jetzige, Rudolf Steiner sagt, hineingespuckt. Und so wurden nicht nur im geistigen richtige Gedanken, im physischen Leib zu Karikatoren, es wurde auch der Tod zur Karikatur. Er wurde zum Selbstmord. Das heißt, der Selbstmord ist da als Karikatur des Todes. Dazu schauen wir jetzt Weiningers Vorleben an. Da gab es ein Leben 1, also über das Rudolf Steiner berichtet, das begann so circa 600 vor Christus. Und da war Weininger eine jüdische Frau. Und die war vor der babylonischen Gefangenschaft nach Vorderasien geflohen. Ich habe hier das mal rauskopiert, was das Gebiet Vorderasiens eigentlich ist. Das ist schon ziemlich groß. Und dort in Vorderasien, da hat er die Zarathustra-Weltanschauung aufgenommen. Also die Seele als jüdische Frau. Und die Zarathustra-Weltanschauung, die beruht ja auf dieser Dualität zwischen Ahura Mazdao
und Ahriman. Ahura Mazdao, das ist das Licht, das ist der Quell des Guten, des Großen und des Schönen. Und Ahriman, das ist die Finsternis, der Quell der Hindernisse, des Bösen und der Dissonanzen in der Zarathustra-Weltanschauung, so wie damals verkündet wurde. Diese Weltanschauung, die hat die jüdische Frau, also die Weininger Seele, also in sich aufgenommen und sie hat außerdem die Astrologie in sich aufgenommen. Sie wurde innerlich schauend. Das heißt, sie bekam Visionen der kosmischen Ordnung und der Welt. Sie hatte also eine Grundstimmung der Art, was waren all die Ideen, die ich während des Lernens in mir aufgenommen habe, gegen das mächtige Tableau der Imaginationen, die jetzt vor meiner Seele stehen. Wie ist doch die Welt innerlich reich und gewaltig? Das war die Entwicklung dieser Frau sozusagen vom Ansehen über die Gedanken zum Spirituellen, zur Imagination. Und diese Frau hatte einen Freund und Lehrer. Das war ein Kenner der vorderasiatischen Lehren. Der kannte auch die chaldäische Sternenkunde, daher ihre Kenntnis der Astrologie. Und er war, so sagt Roshan, ein halber Eingeweihter. Und seine Grundstimmung war ganz anders. Die war, ich muss die Weltanschauung gedanklich verfolgen. Und das sind nun zwei große Unterschiede und aufgrund dieser Unterschiede in der Grundstimmung hat sich eine Verstimmung zwischen den beiden ausgebildet. Und zwar war ja seine Grundstimmung, die Weltanschauung gedanklich verfolgen und ihre Grundstimmung war das Aufgehen in Imaginationen. Und mit dieser Verstimmung starben beide fast gleichzeitig. Die jüdische Frau nach dem Tod, die hat ihr Leben angeschaut und hat sich gesagt, im letzten Leben, da bin ich vom sprachlichen Erleben zu visionärem Imaginieren gekommen. Und im nächsten Leben möchte ich die Dinge in gedanklicher Form begreifen. Nun begann dieses Leben 2 und da ist der Otto Weininger, also die jüdische Frau, als Mann in der Welt wieder erschienen. Und zwar 600 nach Christus in Karthago. Der Karthago, das ist hier eingezeichnet, das liegt in dem, was heute Tunesien ist und das ist eigentlich heute eine Vorstadt von Tunesien. Und damit man den gesamten Zusammenhang ein bisschen besser einschätzen kann, habe ich da rot eingezeichnet, Italien und Tunesien. Also so ein bisschen die Reste des Römischen Reiches. Und in dieser Inkarnation, da war der Otto Weininger, also Schüler von Marcianus Capella, der viel über die sieben freien Künste gelehrt hat. Und dieser Schüler, der sah die sieben freien Künste als geistige Wesen. Sein Freund aus dem letzten Leben, der hat sich auch neu inkarniert, und zwar als Mann. Und die beiden hatten ein, Rudolf Steiner sagt, lebendiges, geistiges, intensives Zusammenarbeiten. Hier noch einige Worte zu den sieben freien Künsten. Die sind bekanntlich Astronomie, Geometrie, Arithmetik, Musik, Rhetorik, Dialektik und Grammatik. Und wenn man das anschaut, dann denkt man ja, was ist da frei dran und was sind da Künste dran? Und damals gab es so einen Merksatz über die sieben freien Künste, der kann das gut erklären. Die Astronomie, die hat den Kultus der Sonne. Die Geometrie wägt ab. Die Arithmetik zählt, die Musik singt, die Rhetorik färbt die Worte, die Dialektik lehrt das Wahre und die Grammatik spricht. Und hier sieht man das, was der Otto Weininger in dieser Inkarnation gesehen hat. Der hat ja die sieben freien Künste als geistige Wesen, die sie tatsächlich sind, auch geistig gesehen. Nun kommt Leben 3. Da wird die jüdische Frau Thomas Campanella. Und er lebte 1568 bis 1639 in Unteritalien, also in Süditalien. Er war Dominikanermönch und studierte Thomas von Aquin. Dann nahm er an einer Verschwörung gegen die Spanier, die damals Unteritalien besetzt hatten, teil und wurde gefangen genommen. Er hat 27 Jahre im Gefängnis verbracht. Und zwar wurde er mit 31 Jahren für 27 Jahre eingesperrt. Und in diesem Gefängnis, da ist es dunkel. Und er sieht die Sonne nur durch Luken. Er wird dann durch Papst Urban befreit und lebt den Rest seines Lebens in Paris, quasi unter dem Schutze des Kardinals Richelieu. Und da schreibt er dieses Buch, Der Sonnenstaat. In diesem Buch beschreibt er einen Staat, also eine Utopie, der nach astrologischen Gesetzen
verwaltet sein soll. Und zwar bis hin zu den Eheschließungen und bis hin zur Geburtsplanung. Also wenn man den Zeitpunkt der Konzeption richtig plant, nach astrologischen Gesichtspunkten, dann erfolgt auch die Geburt zum richtigen Zeitpunkt. Und sein Freund und Lehrer, der wird ein jüdischer Rabbiner. Und er lernt im Dominikanerkloster von Cosenza, das ist da in Süditalien, Thomas Campanella kennen und bringt ihm jüdische Kabbalistik bei. Jetzt stirbt Thomas Campanella und nach dem Tod, da passiert etwas Seltsames. Da lehnt er sich auf gegen seine früheren Leben. Und er sagt sich, was hätte werden können, wenn ich die Jahre nicht im Kerker ein Finsternis geschmachtet hätte, wo ich nur durch Luken in das natürliche Sonnenlicht hinausgesehen habe. Und er entwickelt sogar eine Antipathie gegen seine frühere Fraueninkarnation. Und daraus wird eine Antipathie gegen Frauen allgemein. Das alles im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Und er entwickelt sogar eine Antipathie gegenüber der eigenen früheren Spiritualität. Also man sieht, das Leben zwischen Tod und neuer Geburt, das ist nicht immer alles in Minne und Läuterung, alles wird gut, sondern da kann auch einiges fürchterlich falsch laufen. Und jetzt erfolgt dann die nächste Inkarnation als Otto Weininger. Und so sagt Rudolf Steiner, die kommt eigentlich zu früh. Er inkarniert sich allein, ohne den Freund, der ihn die letzten drei Inkarnationen immer gestützt und begleitet hat. Und eigentlich wollte er in dieser Inkarnation nur die 27 verlorenen Jahre der Gefangenschaft sozusagen nachholen. Das war so die Grundidee. Und das große Problem ist, die Spiritualität der Seele, die will erscheinen, aber sie kann es nicht. Sie kann es nicht im Körper der Neuzeit und in der Erziehung der Neuzeit. Deswegen geschieht, Rudolf Steiner nennt es, ein Selbstmord aus Karma. Das heißt, er erschießt sich aus einem inneren Drang heraus. Und zwar in den Worten des Steiners, die er ihm in den Mund legt, wenn ich weiterlebe, werde ich ein schlechter Mensch werden. Das muss so sein Empfinden gewesen sein. Damit war das Karma erfüllt. Es ergab sich ihm nicht mehr die Möglichkeit, weiterzuleben, weil das Karma erfüllt war. Das sagt so Rudolf Steiner. Und jetzt sagt er noch etwas weiteres. Er sagt, hätte er spirituelle Weltanschauungen in seinem Leben aufnehmen können, hätte er sein Leben nicht durch Selbstmord beschließen müssen. Das ist ganz klar. Dieses Karma war nicht unausweichliches Schicksal. Es hätte auch anders kommen können. Jetzt wollen wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten da bereits besprochen, die mehr oder weniger im jetzigen Dasein des Menschen liegenden Gründe für einen Selbstmord, die im Kopf liegenden in der philosophischen Begründung, am Beispiel von Philipp Mailänder, die im Herz liegenden, also astralischen Ursachen, am Beispiel des Schulkindes, und den im Körper liegenden Ursachen, also dem Serotoninmangel, den es 1920 natürlich noch nicht gab. Und jetzt sind ja neue Ursachen dazugekommen, nämlich Ursachen aus dem Karma heraus. Und da haben wir zum einen diesen Satz, erfüllt in einer furchtbaren Weise die Gerechtigkeit des Schicksals. Das ist Karma und das hat sich an Nero erfüllt. Und das andere ist die Vermischung der Inkarnationen. Das ist offensichtlich auch Karma und das ist dem Otto Weininger passiert. Was nach dem Selbstmord passiert, behandeln wir dann im nächsten Video. Und wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten, kaufen Sie mein Buch, Pierre Letourneau, Mein Leben nach dem Tod, Bernhard von Clairvaux berichtet. Oder Mächtig als Macht, das ist der erste Roman über Ahriman. Dann Näheres dazu unter www.spiritueller-roman.com. Und wenn Sie meine Arbeit anderweitig unterstützen möchten und persönlich ganz anders profitieren möchten, dann kann ich Ihnen sagen, zu diesem Video gibt es ein PDF mit den Folien und den Originalangaben Rudolf Steiners dazu. Das können Sie zu 4,50 € erwerben. Einfach ein E-Mail an info@pierreletourneau.ch schicken.